Und jetzt starte ich mit dem Winterlicious Tag. Die erste Frage ist, was ist deine Lieblingsnagellackfarbe für den Winter? Und es ist lila. Ja, ich habe heute auch ein schönes Lila drauf und das Highlight ist bei mir der Glitzer-Topper, den ich mir immer unten an die Nägel mache. Also ich lackiere mir die Nägel und unten kommt dann Glitzerlack drauf. Frage Nummer 2 ist, was ist dein liebstes Winterlippenprodukt? Und das ist einfach nur Pflege, egal in welcher Form. Oh, ich habe Schmutz an der Decke. Das muss ich aber mal wegmachen. So, also von Labello über Balea Lippenpflege, Hauptsache Pflege. Frage Nummer 3, was ist dein liebstes Winterkleidungsstück? Und es ist auf jeden Fall dieser Pulli, der ist total weich von innen. Der ist super flauschig, das ist eigentlich wie so ein, wie heißt die nochmal, Trainingsanzug. Und ich liebe den und der hat hier ein goldenes Herz drauf. Und er ist türkis und ich mag den sehr. Viertens, dein meistgetragenes Winteraccessoire ist definitiv mein Schal. Ja, also ich werde so schnell krank, deswegen ist ein Schal wichtig und ohne den bin ich nicht vor die Tür gegangen. Frage Nummer 5 ist, was ist dein liebster Wintergeruch, dein Weihnachtsgeruch? Und das ist definitiv Vanille, wie das ganze Jahr über. Lebkuchen und Zimt, ja. 6. Was ist dein liebstes Wintergetränk? Da habe ich mehrere. Da ist zum einen Chai-Tee, indischer Chai von Teekanne ist das, glaube ich. Und dazu mache ich mir was Milch. Dann zweitens weißen Kakao, also weiße heiße Schokolade mit Marshmallows. Und das dritte ist der Wintertee von Pfanner. Das sind diese großen Flaschen, nicht Flaschen, Tetra-Packs. Und den kann man warm und kalt trinken und den finde ich total lecker. 7. Frage, was ist dein All-Time-Favorite Weihnachtsfilm? Und das ist definitiv der Weihnachtsfilm von Mickey Mouse. Da wird die Weihnachtsgeschichte mit Mr. Scrooge und halt den allen mit Mickey und Goofy und allen drum und dran erzählt. Dann natürlich Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Und Siebenstein und Pumuckl, die Weihnachtsfolgen. Also ich habe mehrere Lieblingsweihnachtsfilme. Und Santa Claus, also Santa Claus oder Klaas, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein Film, den gab es früher mit Patch, dem Weihnachtselfen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch kennt. Das ist ein ganz alter Film, ja. Und das Wunder von Manhattan, da muss ich auch immer weinen, so. 8. Mein liebster Weihnachtssong ist definitiv Dezemberträume von Rolf Zukowski. Und dann Mitten in der Nacht von Rolf Zukowski und Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist der All-Time-Favorite. 10. Was ist deine liebste Weihnachtsdekoration dieses Jahr? Das ist definitiv jegliche Art von Lichter. Lichterkette, Lichterkerze, was auch immer. Lichter sind sowas, haben sowas Heimeliges, das mag ich. Was steht auf Platz 1 deines Wunschzettels? Und das ist definitiv Gesundheit für meine Lieben und mich. Ja. Ja, weil der ganze Schminkkram wird so unwichtig, wenn es an die Gesundheit geht. So, und ich beantworte jetzt schnell die letzte Frage. 12. Was sind deine Pläne für... Also ich weiß jetzt nicht, ob die Holidays mit den Weihnachtsfesttagen oder mit meinen Ferien. Da ich keine Ferien habe, nehme ich die Weihnachtsfeiertage. Ich werde zu meiner Mutter nach Hause fahren und mit ihr und dem Sven Weihnachten feiern. Da gibt es lecker Essen, Geschenke und vor allen Dingen viel Chillerei. Ja. Genau. Das war mein Winterlicious Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und freue mich natürlich über eure Kommentare. Aber noch mehr, wenn ihr 1 Euro spendet. So. Oder gerne noch 2, 3, 4, 5. So. In diesem Sinne, helfen macht Spaß. Over and out. Halt, stopp. Ich tagge Diana2407 und MySimpleLifeTV. Wenn ihr nicht genug von mir kriegt, klickt doch mal hier auf die Sachen.